Der entscheidende Treiber für die Rallye seit den März-Tiefs war natürlich der Tech-Sektor mit den großen Aktien Apple, Amazon, wie sie alle heißen. Und die Überlegung dahinter war, naja, wir haben zwar einen desolaten wirtschaftlichen Zustand, aber diese Unternehmen im Tech-Sektor, die werden profitieren, denen wird es gut gehen, die werden diese Schmerzen überhaupt nicht erfahren. Dementsprechend kauft man das. Das war praktisch der Herden-Trade schlechthin. Alle rein, alle haben sozusagen diese Aktien nach oben gekauft, und da diese besonderen Aktien, eben die Fang-Aktien, wenn man so will, Schwergewichte sind mit absolut dominanter Marktkapitalisierung, hat das die Indizes insgesamt nach oben getrieben und kaschiert, dass eigentlich die anderen Aktien überhaupt nicht so gut gelaufen sind. Und jetzt aber ist plötzlich etwas ein bisschen anders geworden gestern. Wir sehen, dass gerade diese großen Tech-Player wie Microsoft, wie Apple, wie Amazon gestern ziemlich auf die Mütze bekommen haben. Und das ist vielleicht dann auch ein Realitätsschock, könnte man sagen. Denn wir haben zum Beispiel bei Microsoft ja gesehen, dass die Umsätze in der Suchmaschine von Microsoft Bing doch deutlich zurückgegangen sind, was die Werbeeinnahmen betrifft. Und dann stellt man sich die Frage, naja, was heißt das jetzt für Google, die viel weniger differenziert agieren als eben Microsoft, die vor allem mit der Cloud Gewinne machen, mit Software Gewinne machen. Das alles ist bei Google etwas weniger ausgeprägt. Man könnte diese Reihe weiter fortsetzen, etwa auch bei Microsoft die Aktie ja unter Druck, weil eben das Cloud-Geschäft nicht mehr ganz so exponentiell wächst. Also stellt man sich die Frage, was heißt das für Amazon, die ja praktisch nur von der Cloud leben, von diesem Cloud-Geschäft. Und das andere ist ja eigentlich nicht mal wirklich profitabel. Dementsprechend ging es da gestern ein bisschen nach unten, weil man sich sagt, naja, schön und gut, aber auch die Corona-Krise dürfte eben Spuren bei den großen Tech-Playern hinterlassen. Und das ist sozusagen das neue Motiv, das jetzt im Markt ist. Und die Gefahr besteht nun, weil diese Werte so marktdominant sind, aufgrund ihrer Marktkapitalisierung und Gewichtung, könnte das eben jetzt die Indizes nach unten ziehen. Vorher hat es sie nach oben gezogen, oder haben diese Werte die Indizes nach unten gezogen. Jetzt könnte das Gegenteil der Fall sein. Schauen wir uns mal die Chronologie an, was gestern da passiert ist, was zu diesem Abverkauf im Nasdaq geführt hat. Wir haben zunächst mal den ersten Anstieg seit März wieder der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Wir hatten Florida, die Todeszahlen in Sachen Covid-19. Und dann um 19.20 Uhr deutscher Zeit Abgeordnetenhaus mit weiteren Antitrust-Untersuchungen gegen Amazon, Apple, Facebook und Google. Also genau das ist ja auch die Gefahr, dass diese Unternehmen zu dominant sind und dass das auf Dauer nicht gut geht. Deswegen sozusagen Antitrust-Überlegungen natürlich immer mehr nach oben kommen, und dann eine Untersuchung wegen Verbrauchertäuschung bundesweit in den USA gegen Apple. All das war sozusagen das Konglomerat, das dann zu dieser Situation geführt hat. Und wir sehen, dass der Aufwärtstrend des Nasdaq 100 seit den März-Tiefs doch jetzt ein bisschen in Gefahr gerät. Da könnte also eine etwas größere Korrektur dieser auch technisch völlig überhitzten Situation durchaus mal passieren, wäre auch alles andere als ungesund eigentlich, denn ein solcher Chart ist natürlich extrem gut gelaufen. Dass da mal was nach unten kommt, wäre eigentlich nur die logische Folge der Schwerkraft, wenn man so will. Wir sehen insgesamt, dass eben die Price to Free Cashflow Ratio, also praktisch der Preis der Aktie hier bei den großen drei, Apple, Amazon, Microsoft, in Relation zu ihrem freien Cashflow, dass wir da absolut auf Niveaus sind wie eben bei der Dotcom-Blase. Immer wieder der Verweis, wir haben bei der Dotcom-Blase viel Dreck gehabt, der nach oben gespült wurde, aber einige haben eben dann das große losgezogen. Jetzt haben wir etablierte Geschäftsmodelle, die aber so dominant sind, dass das schon wiederum gefährlich ist, gefährlich für die Märkte ist, gefährlich für die Gesellschaft ist, weil die schlichtweg zu dominant sind, und da liegt sozusagen der Hase begraben. Schauen wir uns mal eben diese Mentalität an, die gestern noch mal zum Ausdruck kam, hier von David Portnoy, dieser Superstar, wenn man so will, der Robin Hooder, der eben sagt, erstes Gesetz, Stocks only go up, Aktien können nur steigen. Wenn man Zweifel hat, ob sie steigen oder fallen, dann sollte man sich an das erste Gesetz halten. Man könne gar nicht genug Aktien haben, etc., etc. Also diese Dotcom-Memory-Blase, die hier in solchen Dingen zum Ausdruck kommt, absolute typisch. Und andere warnen jetzt und sagen, Leute, das ist einfach zu weit gelaufen, das hat sich von der Realität ein bisschen zu weit abgekoppelt.
Man sieht jetzt plötzlich, nachdem gestern der Nasdaq deutlich gefallen ist, das erste Mal solche Stimmen. Wir haben ja insgesamt jetzt eine Performance gehabt vor dem gestrigen Tag, eben Facebook, Amazon, Apple, Microsoft und Google plus 35%, die anderen wären 5% gefallen, die anderen 495 der 500 S&P 500 Unternehmen. Jetzt kann man sagen, ist das eine Blase? Jein, möchte man sagen. Wir haben eine Marktkapitalisierung dieser großen Tech-Player im S&P 500 von 22%, wie Fundstrat hier zeigt. Aber die repräsentieren eben auch 18% der Gewinne im S&P 500. Also die Bewertung ist etwas höher als die faktische Realität, was die Gewinne betrifft. Aber man hat natürlich über 80% des Gewinnwachstums in 2020. Also das ist nicht völlig weit hergeholt, diese Relation, dass die eine solche Marktgewichtung haben, eine solche Gewichtung in den Indizes haben. Aber wie gesagt, das ist eben auch eine Gefahr und wir sehen, dass möglicherweise eben dieses Wachstum doch endlich ist und nicht unendlich ist. Man hatte gedacht bei diesem Cloud-Geschäft, es ist unendlich, geht exponentiell immer nach oben, was eigentlich logisch und mathematisch nicht funktionieren kann, und stellt jetzt fest, dass die Gesetze der Mathematik möglicherweise doch gültig sind. Wir haben gestern nachbörslich dann noch Zahlen von Intel gesehen, auch eigentlich sehr gut, die Gewinn pro Aktie deutlich besser, Umsatz pro Aktie besser, aber eben Intel hat einen Fehler gemacht, man hat nämlich einen Ausblick gegeben, das haben die anderen vorwiegend ja verweigert und gesagt, da erwarten wir etwas weniger, und das hat den Markt nicht so richtig geschmeckt. Die Aktie dann nicht nur 4,8%, sondern sogar 10% im Minus letztendlich, und man hat vor allem Einbußen bei der Marge, die zurückgegangen ist. Das sind jetzt die Sorgen, die man hat, die Margen werden schlechter auf der einen Seite und die Ausblicke werden schlechter. Denn es ist eben schlichtweg so, dass das Geld nicht mehr so locker sitzt, gerade bei Werbekunden im Tech-Sektor. Google zum Beispiel könnte davon betroffen sein, auch Amazon. Das sind eben alles Faktoren. Wir haben jetzt die FANG-Aktien runtergegangen in 6 der 9 letzten Handelstage. Gestern hatte ich eine Grafik gezeigt, die verdeutlicht, dass der Nasdaq 100 seit der 48 Handelstagen keine 2 Verlusttage in Folge hatte. Das ist jetzt Geschichte. Das gab es zuletzt Ende der 1970er Jahre. Wir sehen sich wieder verschärfende Spannungen oder weiter verschärfende Spannungen zwischen den USA und China. China hat jetzt in Erwiderung der Schließung der Botschaft in Houston die amerikanische Botschaft in Chengdu geschlossen. Trump hat gesagt in seiner Ansprache, seiner Pressekonferenz zu Coronavirus, ja, also nach dieser Geschichte mit dem Coronavirus bedeutet ihm der Handelsdeal mit China deutlich weniger als zuvor. Wir sehen übrigens in China, der Chinex, der chinesische Nasdaq, wenn man so will, über 5% im Minus, also da rappelt es auch ein bisschen. Und dann noch eine sehr harsche Ansprache von Mike Pompeo, US-Außenminister, der gesagt hat, dass der Präsident Xi ein echter Gläubiger in das totalitäre System sei, etc. Also er hat mehr oder weniger dazu aufgerufen, die chinesische Bevölkerung, die Machthaber abzusetzen. Das kommt natürlich hervorragend an bei eben diesen Machthabern in Peking und sorgt für gute Laune. Interessant vielleicht noch ein anderes Thema hier, das ist der Dollarindex, den Sie hier sehen, der in einem Aufwärtstrend war, der jetzt gefährdet ist. Jetzt gibt es 2 Varianten. Entweder dieser Aufwärtstrend wird beendet und der Dollar wird abverkauft, oder der Dollar wird jetzt stärker von hier ausgehend. Das ist ein wöchentlicher Chart. Ist also jetzt eine Wegscheide. Stärkere Dollar heißt normalerweise nicht so gute Aktienmärkte. Wir werden sehen, denn Risikoaversion sorgt normalerweise dafür, dass wir dann einen stärkeren Dollar haben. In Sachen Coronavirus sehen wir hier nach wie vor der Süden und der Südwesten der USA. Das sind die kernbetroffenen Gebiete. Trump hat jetzt eine Parteiveranstaltung abgesagt. In Florida, Arizona schließt jetzt Bars, Restaurants, Freiluftgeschichten werden hier jetzt geschlossen. Also es tut sich da was. Das hat durchaus jetzt auch praktische Konsequenzen. Und wir sehen hier abschließend die Benzinnachfrage in den USA. Die hat sich deutlich erholt gehabt, wenngleich nicht auf Vor-Corona-Niveau, und ist jetzt wieder am nach unten kippen. Das zeigt so ein bisschen, was hier der Fall ist, dass eben jetzt die Erholung stockte. Ich hatte da gestern auch schon einige Grafiken dazu gezeigt. Schauen wir uns jetzt mal die dazugehörigen Charts an von Capital.com. Wir sehen hier den Nasdaq. Welcher handelt bei 10.490? Wir waren am 21. Juli. Das war vor 3 Tagen, meine Damen und Herren. Da waren wir noch über der 11.000er Marke. Also ein bisschen was ist schon passiert.
Eine 10% Korrektur des Nasdaq 100 wäre eigentlich das Normale, wäre überhaupt nicht ungewöhnlich, verursacht aber Schmerzen bei denjenigen, die eben sehr spät eingestiegen sind in diese Geschichte. Der DAX hält sich besser. Der ist irgendwie gut drauf, ohne jetzt sozusagen wirklich nach oben zu gehen. Aber der Abverkauf, völlig anders als beim Nasdaq, praktisch nicht vorhanden. Es geht leicht nach unten. Wir sehen, apropos Dollar, den Euro-Dollar weiter über der 1,16er-Marke, 1,1610. Wir sehen Gold, dass ich in Sichtweite der 1,900er-Marke halten kann. Aber da wird es jetzt auch ein bisschen schwieriger in Sichtweite der 1,900. Und wir sehen, amerikanische Crude Oil bei 41 Dollar ist unter 0,6. Also da ist nicht so wahnsinnig viel passiert in den letzten Tagen bei Crude. Jetzt tut sich etwas ein bisschen an den Märkten. Es war ja vorher so eine Seitwärtsrange, das Sommerloch, wenig Nachrichten, ein bisschen Fahrt auf bayerisch gesagt, gell? Aber jetzt scheint es wieder interessanter zu werden. Wir haben heute 9.30 Uhr, das wollte ich eigentlich noch zeigen, habe ich in meinem jugendlichen Übermut offenkundig vergessen, da wollte ich diese Grafik zeigen. Das sind die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, die heute 9.30 Uhr veröffentlicht werden. Frische Zahlen aus dem Juli. Man erwartet, dass eben jetzt dieser Aufschwung sich fortgesetzt hat. Das ist das Narrativ, das in Europa, naja, noch intakt ist, in den USA eben nicht mehr. Auch da kriegen wir 15,45 die Einkaufsmanager-Indizes. Also das wird eine spannende Geschichte. Ich wünsche jetzt erstmal das Allerbeste. Und es könnte ein interessanter Freitag werden, denn die Frage ist, ob jetzt der Gegenschlag der Bullen kommt oder dieser Abverkauf gerade bei den Tech-Werten sich fortsetzt. Wir sehen uns heute hoffentlich im Marktgeflüster. Bis dann, Servus und Ciao.